Wenn etwas in vielen Bereichen besonders gut ist, spricht man in Deutschland meist von der eierlegenden Wollmilchsau. Genauso eine eierlegende Wollmilchsau, also ein automobiler Alleskönner, will der Skoda Octavia Kombi in der RS-Version sein. Denn er verbindet viel Platz mit Sportlichkeit. Ob das mit dem Alleskönner wirklich gut klappt, das werden wir jetzt mal herausfinden. Der SUV-Boom geht natürlich auch nicht an Skoda vorbei. Der Topseller der Tschechen bleibt jedoch der Octavia. Noch halten sich die Verkaufszahlen wacker über denen von Skodas SUV-Modellen. Topmodell ist der RS 245. 36.910 Euro kostet er in Deutschland. Preise und Technik auf Golf GTI-Niveau bei Passat-Größe. Eine Mischung, die überzeugt. Lange Reisen gelingen mit dem Octavia S stets komfortabel. Dafür sorgt bei uns im Testwagen das DCC, welches im Komfortmodus üble Bodenunebenheiten fast schon in Vergessenheit geraten lässt. Zusätzlich haben wir hier in der S-Version natürlich genug Leistung, sodass wir jederzeit souverän beschleunigen können. Seine Leistung bringt der RS per Frontantrieb auf die Straße. Das DCC passt die Dämpfer an die jeweilige Fahrsituation an. Das zusätzliche XDS Plus System bremst bei Bedarf das kurveninnere Rad ab. Seine Sportlichkeit zieht der Octavia S nicht aus der reinen Motorleistung, sondern vielmehr aus dem Fahrverhalten. Die direkte Lenkung funktioniert super und wir haben hier noch ein Sperrdifferenzial an Bord, was in dem Moment, wo das Untersteuern auftritt bei zu viel Gas, eigentlich auch direkt schon gegenwirkt, sodass wir spurtreu durch Kurven fahren können mit hohen Geschwindigkeiten. Der Octavia ist ein kantiger Bursche und macht nur dezent auf seine Sportlergene aufmerksam. Lediglich die zweifarbigen Felgen im Extreme-Design fallen etwas aus der Rolle. Die schwarzen Endrohre geben überholten Verkehrsteilnehmern den Hinweis, dass vor ihnen der RS 245 fährt. Die gestreckte Fahrgastzelle macht sich innen positiv bemerkbar. Eine Paradedisziplin des Octavia, das ist definitiv der Platz auf der Rückbank. Den Beifahrersitz habe ich jetzt so eingestellt, dass ich dort quasi mit komplett ausgestreckten Beinen sitzen könnte. Und trotzdem ist die Kniefreiheit hier wirklich noch sehr gut. Im Vergleich den Fahrersitz habe ich halt komplett optimal auf mich eingestellt, dass ich nicht zu weit vom Lenkrad weg sitze. Da habe ich dann sogar noch mehr Beinfreiheit im Prinzip. Und ich muss wirklich sagen, egal ob kurze Strecken oder lange Strecken, hier hinten fühlt man sich definitiv wohl. Die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen und RS-Logos bieten den perfekten Kompromiss aus Seitenhalt und Langstreckenkomfort. Das Lenkrad ist nach unten hin abgeflacht. Der Kofferraum vom Octavia Kombi ist großzügig und gut nutzbar. Legt man die Rückbank um, hat man hier 1740 Liter Ladevolumen. Reicht das nicht aus? Die Dachtraglast des Octavia beträgt 75 Kilo, da kann man auch noch was unterbringen. Und, das ist bei sportlichen Kombis ja nicht selbstverständlich, aber man kann ihn theoretisch mit einer Anhängerkupplung ausrüsten. Und dann kann man noch mal bis zu 1600 Kilogramm gebremst ziehen. Selten lässt sich ein Lademeister so fix um die Ecken zirkeln wie der Octavia RS Kombi. Wer es entspannt angehen lässt, kann mit 6,4 Litern Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer auch recht sparsam unterwegs sein. Natürlich kann der Octavia S nicht in jeder Disziplin glänzen und mit einer Länge von rund 4,70 Meter empfiehlt er sich natürlich nicht als Stadtflitzer, denn die Parkplatzsuche könnte da durchaus etwas länger dauern. Damit das Einparken bzw. die Parkplatzsuche einfacher von der Hand geht, gibt es optional einen Einparkassistent. Ansonsten fällt mir hier negativ auf, wir haben hier natürlich ein großes Auto, relativ gut ausgestattet und wir haben allerdings nur einen USB-Anschluss hier. Das finde ich heutzutage für so ein Auto doch ziemlich schade. Momentan ist der Octavia RS der einzige Skoda, der die sportlichen RS-Insignien tragen darf. Zukünftig wird es auch RS-Versionen von Skoda SUV geben. Bis dahin bleibt der Octavia der sportlichste Skoda auf den Straßen.
Natürlich ist der Octavia S kein wahrhaftiger Alleskönner, aber ich kenne kaum ein Auto, welches die Spreizung zwischen komfortabel und sportlich mit so viel Platz im Innenraum für so einen guten Preis wirklich so perfekt hinbekommt. Man merkt es auch, wenn man auf den Straßen umherschaut. Viele Octavia S fahren herum. Allerdings muss ich persönlich sagen, das Facelift finde ich gar nicht gelungen. Wenn einem nachts ein Octavia entgegenkommt, dann sieht das immer so aus, als wäre das Tagfahrlicht kaputt. Da finde ich, muss man leider ein bisschen Abstriche machen. Da fand ich das alte Modell deutlich schöner.